Hallo zusammen, es ist Oktober 2023. Ein neues Spielzeug habe ich in der Hand, einen Gimbal. Und ich habe, obwohl Sonntag ist ja, die Werkstatt ist eigentlich zu, Besuch bekommen. Ich zeige mal ein paar tolle Sachen, die das Ding kann. Hier, abgefahren, oder? So, Axel ist da. Axel hat einen Toyota, einen HZJ und er hat wirklich sehr schlimmen Rost gehabt. Der Rost war so schlimm, er musste selber mit anfassen bei uns hier. Ich glaube, der Wagen war 10 Jahre alt oder 11 und 10. Und ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder. So schlimm war der Wagen verrostet. Und ich hatte eigentlich gesagt, Axel, mach mal lieber ein bisschen weniger mit dem Wagen, keine großen Touren mehr. Er hat nicht auf mich gehört. Also er hat sehr viel Zeit investiert in das Auto mit Color und in die Trockenerstrahlen, Timex Color, dann Body und Fett. Und also er hat sehr viel Arbeit investiert und hat meinen Rat nicht angenommen. Und er hat Sachen gemacht mit dem Wagen, die wirklich schlimm waren. Also Steinschlagbelastung, dann salziger Sand am Strand. Erzähl doch mal bitte, wo warst du überall? Also ich war mit dem Auto, nachdem wir es behandelt hatten, da war der Wagen ja 10 Jahre alt, ja, war ich inzwischen mal in Albanien unterwegs. Und in Albanien sind die meisten Straßen nicht befestigt. Also da gibt es sehr viel Steinschlag. Entweder ist das Schotter oder es ist auch felsig. Und manchmal, wenn das richtig ausgespült ist, dann setzt der Wagen auch auf. Und dann waren wir zum Beispiel auch noch am Strand in Albanien. Ganz schlimm. Ja. Also ich sage immer wieder, bitte, bitte mach das nicht und du hast es gemacht. Ich war ja nicht im Wasser, aber da gibt es trotzdem ja Salz im Sand am Strand. Ist schlimm. Und dann war ich mit dem Fahrzeug noch in Griechenland. Ich war in Montenegro, in den Bergen damit, auf Korsika. Och, da gab es noch bestimmt noch ein paar andere Länder, die fallen mir aus dem Stand jetzt gerade gar nicht an. Okay, also Schotterpisten sind schlimm, sogar für einen neuen Geländewagen. Ne? Und salziger Sand, Strand, das ist auch sehr schlimm. Du hast das alles gemacht. Und ja, wir waren eben unterm Auto und haben schon mal ein bisschen geguckt. Er hat ein bisschen getupft. Ich empfehle fürs Nachtupfen ja gerne das Material. Das hatte Axel schon gemacht. Timex UBS Strong Nummer 1, hat ein bisschen getupft. Und er war unter dem Auto und ich habe gesehen, ja, ich habe gesehen, der Axel ist glücklich. Ja, es gibt nämlich wirklich nur ganz wenige Stellen, an denen ich mal nachtupfen musste. Und das sind hauptsächlich hier vorne so Kanten. Also da, wo die Steine vom Vorderrad gegengeschleudert werden oder die Kante hier vorne, da war was abgeplatzt. Alles, was so hervorsteht, Differential und so. Also das Konzept ist nachbessern bei solchen Schäden mit diesem Unterbodenschutz. Das machen wir jetzt so alle 1-2 Jahre mal. Ja, und Axel wird mit dem Toyota weitermachen, so krasse Touren. Und ich bin gespannt auf weitere Fotos und ich bin gespannt auf weitere Berichte. Was kommt jetzt für eine Tour, Axel? Ich habe jetzt vor, im Winter nach Mauretanien zu fahren, also 5 Wochen lang durch den Sand. Beziehungsweise, wenn wir An- und Abreise abziehen, dann werden es mindestens noch 3 Wochen. Okay, auch wieder krass. Ach Mensch, der Axel. Und ich sag noch, mach das nicht. Was macht der? Aber das ist nun mal mein Reiseauto. Ja. Alles andere hier, das ist wirklich noch die Farbe, die wir 2016 aufgetragen haben. Ja. Und die sieht wirklich so aus, als ob wir das, ja, wenn man den Schmutz sich jetzt wegdenkt, als ob wir es vor 2 Monaten gemacht hätten. Okay, also obwohl der Wagen stark angerostet war, das ist das Fazit, haben wir ihn mit den Produkten gerettet und du tupfst halt nach und bist glücklich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, dass das so lange hält, so problemlos, das hätte ich auch nicht gedacht. Nein, 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 das ist doch noch nicht ganz vorbei. Unser Film, der Film von Axel und mir, ganz zum Schluss, habe ich mir gedacht, da muss ich noch mal eben kurz was nachlegen. Ich habe mir jetzt mein Handy genommen und einen Selfie-Stick. Es wackelt so ein bisschen, sorry dafür. Meine Anmerkungen sind die. Es wäre natürlich viel, viel besser gewesen, den Wagen gleich am Anfang zu behandeln, weil, okay, wir haben jetzt eine ganze Menge hingekriegt. Er hat eine ganze Menge hingekriegt und es wird auch halten, was der Axel da gemacht hat, aber es ist natürlich sehr viel Aufwand. Besser wäre es gewesen, das Salz und den Schlamm regelmäßig abzuspülen am Unterboden, weil das war wohl die Ursache für diese ganz schlimmen Rostschäden. Das wollte ich noch sagen. Unsere Produkte können natürlich auch auf Rost eine ganze Menge, aber naja, das wollte ich zum Schluss noch sagen, es wäre besser gewesen, das gleich ganz am Anfang zu machen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, schenken Sie uns einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal, das hilft, diese Videos bekannter zu machen.
Vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Film auf unserem Kanal.